Herzlich willkommen beim Campwerk. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis wir zu diesem Moment hier gekommen sind. Und es freut mich sehr, euch unser neues Dachzelt vorzustellen, das Campwerk Adventure Olive. Ja, was ist das denn? Wir haben kein helles Zelt mehr. Nee, wir haben uns jetzt tatsächlich mal was Neues einfallen lassen. Und ich hoffe, es gefällt euch, weil es war viel, viel Arbeit und soll ja auch einen zeitlosen, klassischen Look haben, damit das auch nicht so albern wird. Ne, ist kein Grün, also eher was Ausgewaschenes, Olivfarbenes. Und ja, das gibt es natürlich in der 140er Variante und natürlich auch in der 165er Variante. Also für beide Größen haben wir diese Variante jetzt mitgebracht. Auch Vorzelt und Co. Es gibt eigentlich das gleiche. Die gleichen Ausstattungsmerkmale wie beim hellgrauen Adventure, also da ist alles gleich geblieben. Es ist wirklich nur der Farbton, der da neu ist. Eine Sache ist aber neu geblieben und die ist neu geworden und die zeige ich euch hier vorne mal. So, und wir haben ja hier vorne immer unsere gebogenen Stangen. Bei dem Dachzelt haben wir beim 2020er Adventure haben wir angefangen, gebogene Stangen zu machen, damit das Wasser besser abfließt und wir auch ein bisschen aerodynamischer sind. Wir haben aber immer das Problem, was machen wir mit der vorderen Stange? Wir können die zwar vorne einfach reinschieben, aber dann guckt natürlich immer diese Beule so ein bisschen raus. Wir haben dann auch irgendwann angefangen, die einfach rauszunehmen. Ihr könnt die da oben zwischenquetschen oder auch hier unten. Hier sind so Schlaufen, für wo man die einfahren kann. Aber jetzt bei der Variante haben wir uns was ganz Neues einfallen lassen. Wir haben nämlich einen Klappscharnier eingebaut. Das könnt ihr jetzt hier vorne sehen. Micha, komm mal rum. Da vorne kannst du es sehen. Das kommt nämlich aus dem Yachtenbereich, dieses Klappscharnier. Hier ist normalerweise der Stift drin. Und wenn der Stift raus ist, dann könnt ihr nämlich ganz einfach dieses Scharnier umklappen. Und schon könnt ihr, hättet ihr die Spanngurte hinter euch gelöst, könnt ihr das jetzt einfach einklappen. Ein super Highlight, was jetzt auch alle Adventures haben. Also nicht nur das Olive, sondern auch das hellgraue normale Adventure hat jetzt auch diese Klappfunktion. Ja, so sieht es von innen aus. Ist natürlich noch mal ein bisschen dunkler als andere Dachzelte, weil das ja auch immer mal gefragt ist. Können wir das abdunkeln? Auch das hellgraue Zelt ist schon ziemlich dunkel. Vor allem, wenn ihr da noch ein Innenzelt drin habt, dann kriegt ihr nichts mehr von dem Licht mit. Aber hier beim Olivfarbenen ist es natürlich so noch mal eine Stufe dunkler. Aber es gibt ja auch Menschen, die das wollen, die länger schlafen wollen und sagen einfach, ich möchte es ein bisschen abgedunkelt haben. Das habt ihr jetzt hier beim Olivfarbenen auf jeden Fall. Was natürlich auch toll ist, ihr seid mit dem Olivfarbenen etwas besser sichtgeschützt. Ne? Ihr fallt nicht mehr so auf wie mit dem hellgrauen Zelt. Also wenn ihr euch irgendwo im Wald stellt, so ein bisschen Wildcampen unterwegs seid, dann kriegt man das nicht mehr so ganz genau mit. Das ist auch immer ein bisschen hilfreich. Ja, aber es gefällt uns wirklich sehr gut. Es hat einen sehr angenehmen Farbton, nicht zu viel, nicht zu wenig und ich hoffe, es gefällt euch auch. Was haben wir noch? Wir haben ja hier das Adventure. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben ja hier ein Softside-Tent. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Hartschale. Das Zelt ist ja mega klein verpackt, klappt komplett auf. Das könnt ihr euch auch bei uns auf dem Kanal angucken, wie wir das aufbauen und wie es dann hier genutzt wird. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier sehr, sehr dickes Gestänge. Das ist ein 25 mm Aluminiumgestänge. Alles auf Leichtbauweise, damit wir auch nicht zu viel Gewicht oben produzieren. Weil wir müssen ja bei Dachzelten immer gucken, dass wir mit der Dachlast hinkommen. Deshalb ist das hier auch ein recht leichtes Zelt. Wir haben eine echt schöne Matratze. Die Matratze hat auch etwas mehr Luft nach oben bekommen. Das heißt, das Zelt selbst ist im gepackten Zustand nochmal, ich glaube, 3 cm gewachsen, damit wir hier unten drunter nochmal ein bisschen mehr mit zukünftig mit Federung arbeiten können. Da kommt nämlich bald was zum Nachrüsten raus, ist aber noch nicht fertig. Sollte ich vielleicht gar nicht erzählen. Also schneid das mal raus, Michael, muss gar nicht drin sein. Fragt nicht nach, wir sagen euch, wenn es da ist. Aber da planen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was für den Komfort. Was haben wir noch? Wir haben hier unten drunter natürlich unsere Honigwaben, glasfaserverstärkte Honigwabenplatte. Da haben wir ein sehr schönes Video auf unserem Kanal, wie ich der mal einen Stresstest gebe. Also in dem Fall, indem ich einfach mal mit dem Hammer drauf haue wie ein Verrückter, um zu gucken, ob ich sie kaputt kriege. Habe ich nicht geschafft. Matratzenunterlage haben wir hier jetzt auch gerade schon mit verbaut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch, kann man jetzt hier mit sehen. Micha, kannst du das erkennen? Auf dem Bild. Wir machen es hier einfach mal ganz spontan. Ne?
Die sorgt halt einfach immer dafür, dass wir eine Unterbodenlüftung haben. Das heißt, Luft kann durchgängig unter die Matratze zirkulieren. Und das ist erstens super wichtig, weil wir hier immer eine Kondensfeuchtigkeit reinbekommen können. Und die zieht dann nicht in die Matratze, sondern trocknet einfach wieder ab. Und ist natürlich auch gleichzeitig noch mal ein bisschen mehr Komfort. Ganz schön unsere Dachfenster natürlich, unsere beiden Panoramafenster. Nachts, um sich den Sternenhimmel anzuschauen und tagsüber einfach dafür da, um hier Licht reinzubekommen. Und das merkt man jetzt hier auch. Ich habe jetzt die Dachfenster auf, ich habe hier kein künstliches Licht drin, das brauche ich nämlich tagsüber jetzt gar nicht. Und kriege trotzdem ein sehr angenehmes Raumgefühl hier rein. Die Adventure-Serie sind ja Softshell-Tents. Das sind keine Hartschalen wie beim Skycamp zum Beispiel, wo einfach ein richtiger Deckel oben drüber ist. Nee, beim Softshell-Tent ist es so, dass du am Ende eine Plane drüber hast. Das heißt, wir haben ein super kleines Packnas, was sehr, sehr, sehr groß aufklappt. Und dann habe ich eine riesige Schlaffläche. Das muss ich aber irgendwie auch bedecken. Und das tun wir tatsächlich bei uns hier mit einer schwarzen oder einer grauen Plane. Wir haben ja beide im Angebot bei uns. Und dadurch schaffen wir ein kompaktes Maß während der Fahrt, aber eine riesige Liegefläche, wenn ihr angekommen seid. Und gleichzeitig auch noch einen überdachten Bereich, weil es klappt ja übers Auto rüber. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und euch gefällt auch unser neues Dachzelt. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, dann guckt einfach auf www.campwerk.de und probiert einfach mal den Konfigurator aus. Dort werdet ihr wunderbar durch das Dachzelt geführt. Da zeigen wir euch die Ausstattungsmerkmale, das, was geht. Und am Ende habt ihr dann euren wunschlos glücklich Paketpreis und wisst ganz genau, was ihr braucht für eure nächste Tour. So, das war es erstmal für heute und ich wünsche euch jetzt viel Spaß da draußen. Bis nächste Woche. Die Adventure-Serien sind ja Softshell-Stands. Was sind Softshell-Tents? Super. So, dann Valkyrie, Krieg, weiß ich nicht, was dann alles angesetzt ist. Wir es euch zeigen können.